Moin, Leute. Hallo. Dein Ernst? Okay. Moin, Leute, und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge Schniggytown zusammen mit ein paar Neuen, und zwar einmal mit dem Jolomann. Und hi. Den führen wir jetzt erstmal ein, beziehungsweise muss er natürlich das Gleiche machen wie wir auch. Den führen wir erstmal ein. Ja, komm, lass uns ihn einführen. So. Und zwar muss er natürlich jetzt beweisen, dass er was drauf hat. Komm. Und... Ich hab schon 7 Millionen Videos gesehen und weiß, wo er rein muss. Ja, eindeutig. Aber selbst wenn man den Trick kennt, ich hoffe, dass sie jetzt nicht alle reingehen. Bekomme ich was zu essen? Ich regeneriere nicht mehr. Wo bist du denn? So. Hier. So, jetzt gucken wir mal, wie er sich anstellt. Ein apfelfressender Steinbrecher. Hab ich auch noch nicht gesehen. Warte mal eben. Zurück. Hier, hast du Spawnpoint gesetzt? Lesen, da. Drücken. Ja, ist gut. Alles gut. Gut. Okay. Guck mal, wie einfach das geht. Shit. Oh, und er hat nicht gespawnt. Er hat den geilen Spawnpoint gesetzt. Ja, ich bin durchgeflogen. Oh, ich muss mir eben kurz auch einen Spawnpoint setzen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Will er diesen Sprung schaffen? Yeah. So. Ich schnick mich mal hier so ein bisschen an die Seite. Du kannst auch hier rüberfliegen, Schiro. Sprinttaste. Fliegen. Schnigge. Was denn? Wie soll ich denn rüberfliegen? Ich hab dir eigentlich einen Game-Mode gegeben. Nö. Nein. Hast du mir für eine OP gegeben und ich könnte theoretisch einen Game-Mode? Hab ich dir OP gegeben? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht ausprobiert. Versuch's mal. Nö. Los, mach den Sprung. Du schaffst es. Jetzt ist es voll, ob ich das schaffe. Huh, ja, ich hab's hingekriegt. Huhu. So, ab hier ist auch kein Spawnpoint. Ah! Er hat's gecheckt! Hat sogar nicht lange gedauert. Ah! Scheiße. Es wäre echt einfacher, wenn ich fliegen könnte. Ja, irgendwie geht's nicht. Ich weiß nicht warum. Ich kann ja irgendwie keinen Game-Mode geben. Auch kein OP? Warte mal eben, Jolomann. Ah, okay. Jetzt teste ich das mal eben. Ja, ich muss es aber auch auf den ändern. So, jetzt geht's. Okay. So, kannst weitermachen. So, links oder rechts? Hast du, war es hier wieder ein Spawnpoint? Nee. Er hat eindeutig die Videos geguckt. Ja, so. Aktiver Abonnent halt, ne? Natürlich. So, und jetzt darfst du einmal mit der Bahn fahren. Und dann wartest du da auf uns, okay? Okay. Muss erst mal gucken, warte mal. Und jetzt sind wir auch schon beim zweiten angelangt, und zwar beim Nico. Hi. Zacke. Gut. Geh rein. Sicher? Ja, geh rein. So. Das ist einfach Schluss der Richtige. Iro, guck mal rechts oben, siehst du mich? Juhu. Rechts oben? Ich sehe nur Stifler an der Ecke stehen. Ja. Ich kann ihn immer noch nicht schlagen. Ich sag der Erste.
Ich bin zu blöd, um hier hoch zu schwimmen. Ja, los, Nico, los. Wir haben keine Häuser mehr frei, ne? Doch. Eins, ne? Vier Stück neben Robbe. Vier Stück? Das sind vier Stück in der Reihe, ja. Ich habe heute nachgezählt. So, mal gucken, wie er sich diesmal anstellt. Warte, stopp, stopp, zurück. Dass hier. Die alle keine Schilder lesen hier. Ja, da steht sogar auf dem Dings. Gut. Ja, das kam nur hinter der Ecke, da hab ich nicht gesehen. Hier steht ein Schild! Denk an Spawnpoint. Ja, das war so unscheinbar. Na komm. Wollen wir das Spawn setzen? Schön dran denken. Gut. Ja, ich hasse Leitern. Ja, aber du hast es souverän gemeistert. Ach so, oh. Die fliegt einfach durch, oder? Natürlich! Aber ich hab das cool. Ja schon oft genug gemacht. Wer hüpft da hinten gerade? Astifla. Ich sag das schon. Oh, er hat sofort gecheckt! Nico hat's wirklich sofort bemerkt mit den Falltüren. Okay. Ich hab E gedrückt! Mein Inventar ist offen! Warum drück ich E? Weiß ich nicht. Mann. Sei ruhig! Darf ich neu anfangen, bitte? Nein, wenn du nicht ruhig sein kannst, Stiffer, dann musst du rausgehen. Wie kommt er denn überhaupt hierher? Ich hab schon einen Run gemacht! Ja, Pass auf. Übrigens, Nico, dreh dich mal um! Der Steven zeigt jetzt, wie es geht. Mach dir mal eben den Spawnfight, bitte. Ihr nette Scheiße. Jo, kannst weiter. Aber eine souveräne Zeit. Ich muss sagen, du bist nicht einmal an Lava verreckt. Ich will mal wissen, was hier ist. Und, wo ist man dann? Fickt euch. Wo ist man denn dann? Ich weiß es echt nicht. Ach, da ist man wieder da. Wie geil. Na. Ich muss mal eben hier einmal durch. Mann. Wer kommt denn auf die scheiß Idee? Ja, das war ich. Und jetzt versagt er. Ja. Ja. Oh, ist das so schön. Natürlich, Nico. Upsala! Ich will bitte neu anfangen. Nein, Nico. Aufgenommen ist aufgenommen. Er steht in der Wand. So. Okay. Ich dachte irgendwie, vielleicht kommt Lava von oben oder so. Nö. Was? Diese Tür war. Achso. So. Und was hast du gewonnen? Nico, jetzt gehst du mal raus! Los! Und geh weiter. Was? Ich will ein Bier. Nein, weiter. Weiter. Nico, wir haben nicht alle Zeit der Welt, bitte. Mann. So. Jetzt hast du eine gratis Minecart-Fahrt gewonnen und da vorne wartest du dann bitte auf uns. Ich will dauernd draufklicken, ne? Ach ja, wollte ich für dich. Okay. Ich bin so nett. Und vorne wartest du dann, okay, Nico? Okay. So, der dritte im Bund ist natürlich der André. Hallo? Hallo. Komm mal mit. Hallo. Los, rein da. Übrigens, Schnigge, der letzte heißt auch so wie beim TS. Ist da noch einer? Ja, der letzte im Bunde dann. Der Ragefire PvP. Naja, aber Schnigge, so sieht man natürlich, wer aufgepasst hat, ne? Aha. Sollte das denn nächstes Mal ändern? Ja. Ey, du wirst es nicht glauben, was gerade passiert ist. André hat das Schild gelesen. Ich hab's links unten gelesen. Du warst der erste André, der dieses Schild gelesen hat. Ja, ich kenne es von. Die anderen kennen es auch, aber haben es alle nicht gecheckt. Los. Und? Tick.
Ui, der war knapp. Der ist rübergesprungen. Da, da, di, da, da, da. Oh, hallo. Siehst du das mich? Das ist ein Zufall. Nö. Warte, warte, dann bleib mal stehen. Nichts, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Dann werde ich jetzt mal erscheinen. Ah, okay, hallo. So. Weiter geht's. Das ist ja leider verbrannt. Ui. Ach, Mann. Alle so intelligent heute. Wird er diesen Sprung schaffen gleich? Und? Ja! Jemand, der anscheinend wirklich aufgepasst hat. Bist du dir sicher? Nein, nein, nein. Ja! Komm. Ja! Er ist rechts lang gegangen, Schnecke! Ich hab's gesehen. Er wollte links lang gehen. Ich bin so fieses Miststück. Oh Mann. Komm nochmal rechts. Ja, komm, links ist bestimmt falsch. Das wäre lustig. Schon, ne? Wenn du quasi ins Falsche gehst, dann wirst du zurückgespawnt, aber nicht in den vorigen, sondern du baust quasi diesen Kubus nochmal neu. Ja. Bis dann denkt, in dem nächsten. Das heißt, du denkst dann, du gehst dann links und bist dann wieder am Falschen. André, da. Das wäre lustig. So. Du gewinnst jetzt eine Minecart-Fahrt zu den anderen und da machen wir gleich, wenn der letzte auch da ist, weiter. Okay? Okay. 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 Und der vierte für heute ist... ist mein Hustenanfall! Nein! Ist natürlich Freshfire BBB. Moin. Hallo. Und ja, Schnecke, können wir starten? Ich bin da. Robbe, bitte jetzt kurz still sein. So, komm mit. Da rein. Los. Eins, zwei oder drei. Er hat sich für zwei entschieden. Ich gehe in der Zeit schon mal Häuser zuordnen. Jo. Er hat sich übrigens für zwei entschieden. Er hat hier unten das Ding kaputt gemacht. Die Äpfel. Unglaublich. Die Dinger kaputt. Nur an der Achterbahn. Na los. Bist du dir übrigens so sicher, dass das der richtige Weg ist? Oh. Das ist fies, ne? Ja. Da-da-da-da. Dim-dim. Ja. Und? Oh, er hat den Sprung sogar geschafft. Oh Mann, Jolo, Mann. Oh. Der erste Tod. Ja, also hier beim Jump'n'Run.
meinte, ich bin gerade irgendwie in der Lava gespawnt, so sah das auf jeden Fall aus. Auch geiler Bug. So, du kannst wieder von vorne anfangen. Hier bist du in der Lava. Okay, der nächste Teil. Hier gibt's jetzt auch keinen Spawnpoint, das siehst du schon richtig. Weil wenn man sich hier umbringt, das ist echt eine Kunst. Das sei doch mal leise. Was denn? Achso, spricht da bei dir jemand oder was? Ja, mein Freund, der nervt mich als. Oh. Hä? Sehr gemein. Oh. Ach. Ja, genau! Er kürzt einfach eiskalt ab! Okay, das geht also auch. Nicht den Spawnpoint vergessen, ne? Oh, das war knapp. Das ist so fies gemacht, ne? Ja. Wird er dieses jetzt ohne Fehler schaffen? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ja, er hat's geschafft. Rechts oder links? Bist du dir wirklich sicher? Ich würde es nochmal überlegen. Wie beeinflussbar die Leute einfach sind. Oh. Gerade dann würde ich doch darauf bestehen, links lang zu gehen. Oh Mann, ich bin's göttlich. Herzlich willkommen und Gratulation, dass ihr es alle tatsächlich auf den Server geschafft habt. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Ja. Ja. Diese Elan, dieses... Dieses pure Feeling, ich bin ja so froh hier zu sein. Ja, ein bisschen Zeit überbrücken, dann habe ich auch gleich die Häuser hier alle vergeben. Ist ja nicht so, dass ich gerade irgendwie versuche, Zeit zu schinden, nein. Weißt du schon, ist wie was? Ein Rommel. Okay, gut, hoffentlich meinst du den auch. Okay, also. Jetzt die ja, werdet es wahrscheinlich schon wissen, aber ich erzähle es einfach nochmal so an sich. Also auf diesem Server haben wir sozusagen ein Jobsystem. Manche sind Holzfäller, die dürfen halt das Holz abbauen. Dann gibt es die Miner, die dürfen die Erze und Steine abbauen. Und natürlich die Farmer, die dann für unser Essen sorgen. Ja. Langweilig. Schnigge, das ist dein eigener Server, also sei still. Wir warten immer noch. So, und ihr dürft euch natürlich selber aussuchen, was ihr gerne machen möchtet von den dreien. Wer sagt das? Kinderarbeit. Wir schuften für die Erwachsenen. Timo, oh, fühlt sich gut, Kinder einzustellen? Ja, ich fühle mich total gut damit. Wieso? Hallo? Und dass das natürlich ganz wichtig ist, es ist auf euren eigenen Grundstücken könnt ihr natürlich selber Steine abbauen. Sprich, wenn ihr ein Haus bauen wollt, wenn ihr einen Keller bauen wollt oder sonstiges, das dürft ihr natürlich. Ihr müsst euch dann nicht einen Miner suchen und sagen, hier bauen wir mal einen Keller aus. Der wird euch eher nur... ja, deswegen, er wird euch eher nur für verrückt erklären. Genau, was wir jetzt am Anfang kriegt jeder von euch erstmal ein kleines Anfangshaus, haben wir jetzt so gemacht. Und ihr könnt halt praktisch zum Beispiel durch Bauten für die Stadt, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, ich habe ein Schwimmbad gebaut, dadurch habe ich eine kleinere Burg bekommen. Oh, ich habe ein Schwimmbad gebaut. Ich habe jetzt ein größeres Haus. Ich bin die Beste. Ja, ja, ja. Du hast gesagt, ich soll was erzählen. Ja. Nico. So, nee, ich will jetzt einfach mal sagen, ich zeige euch mal die Stadt. Dankeschön. Kommt mal mit. Also passt auf die Mobs auf, ne? Die sind böse. Mich verteidige so, euch. Mal den Schalter. Soll ich? Ja. Ja. So, okay, danke, Robbe. Ich will nur umgehen. So, Stiffer, willst du auch mit dann rauskommen? Ich lass auch. Ist ein Golem. Wo? Bei mir. Ah, verdammt, es ist ja noch Nacht, ne? War ein schönes Geschenk. Okay, okay, hier kommt ihr einmal zu den verschiedenen Farmen, zur Vergnügungsinsel. Was macht man da? Da, wenn ihr jetzt zum Beispiel Holzfarmer seid, könnt ihr euch zur Holzfarm teleportieren und dann halt da Holz abbauen. Da gibt's halt die ein paar Sorten, ne? Aua! Nico? Robbe? Dein Ernst?
Ey, dann den fucking Parcours wieder machen. Nee, ich fall wieder in Lava. Wir haben jetzt geleckt, ich wollte dich nur einmal schlagen. Ja, ich wollte dich gerade teleportieren, aber ich kann's nicht mehr. Scheiße, ich bin in Lava. Ja, okay, dann erzähle ich euch einfach mal so etwas. Also wie gesagt, hier sind die ganzen Farmen, passt auf, dass ihr die sterbt. Sonst habt ihr das gleiche Problem wie er. So, hier geht's einmal zum Rathaus. So, hier, einmal, hier ist einmal die Kirche. In der Kirche drinnen stehen halt zwei Verzauberungstische. Einmal ein kleiner, ganz normaler auf dem Altar. Und darunter steht ein Verzauberungstisch für Level 30. Da könnt ihr immer gerne verzaubern. Da. Genau, hier ganz am Ende. Das Einzige, gibt's was auch ihr dann halt. Slash Spawn? Nein. Das Einzige, was ihr dann halt euch selber besorgen müsstet, entweder von meiner oder wenn ihr selber meiner seid, ist halt selber holen, Lapis Lazuli. Genau, besorgt euch selber. Oh, Leute, jetzt hört mal auf, das so zweideutig zu sagen, bitte. So. Ich muss mir irgendwie den Kommentar sparen. Hier sind dann die ganzen. Hier sind ein paar Häuser von ein paar Leuten. Ich hab Hunger gleich. Jetzt in die Richtung. Ja. Ich hab Speed. Ja, durch den Beaten. Hier haben wir einmal ein kleines Kino gebaut. Oh, ich musste uns unbedingt dein gebautes unter die Nase rein. Nein, da werden wir nicht reingehen. Ich werde es nur einmal kurz sagen, was das ist. So, dann kommt hier einmal ein kleines Schwimmbad und natürlich der Reiterhof von Christina. Der ist noch im Bau. Da werden dann die ganzen Pferde gelagert. Sprich, die Pferde müsst ihr nicht auf euren eigenen kleinen Grundstück haben. Nee, kein Pferd. Ja, wenn man eins hat. Die werden dann halt hier untergestellt. Okay? Gut, dann geht's mal hier weiter. Scheiße. Warum? Nico. Nico, da hinten geht's raus, genau. Oh, du bist so ein Held, Nico. So. Okay. Dann geht's hier weiter einmal mit der Mühle und unserer Essensfarm. Hier entsteht die Feuerwehrstation und hier vorne ist das Gefängnis. Und im Gefängnis drinne, das könnt ihr dann selber mal suchen gehen, ist das Nether-Portal. Jetzt? Wusste ich gar nicht. Ja, im Gefängnis ist das Nether-Portal. Das könnt ihr einfach mal selber suchen gehen und da könnt ihr das natürlich gerne auch benutzen. Gibt's hier auch irgendwo wieder gratis Loren oder Minecrafts? Nee. Das ist eine Strecke, die geht zu einer Farm hin von, weiß ich gar nicht mehr wen. So, kommt ihr jetzt mal her? Und zwar... Halt! Was? Ich bin noch Gefängnis. In der Burg drin. Ach, im Gefängnis. Los, Nico! Ich wollte eingeknastet werden. Ja, das glaube ich sogar. Oh, nett. So. Ich denke, habe ich dir genug Zeit geschindet. Nee. So. Jetzt guck mal, was da steht. Okay, Leute, das waren die neuen für diese Woche. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch einfach eine kleine Bewertung da. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt, einfach auf Twitter mit dem Hashtag Schniggytown. Wir würden uns richtig freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yep.